In diesem Video geht es um die Nutzung der Frequency Response Analysis in PSPICE. Dieser Analysetyp wird genutzt, um Operationsverstärker zu untersuchen. Und wie so etwas aussieht, das schauen wir uns direkt einmal in PSPICE an. Wir haben hier eine Beispielschaltung, die von PSPICE mitgeliefert wird. Und für diesen Operationsverstärker soll jetzt die Open Loop Gain, also die Verstärkung ohne Feedback über den R2 entsprechend untersucht werden. Und das kann man in PSPICE machen, indem man hier eine Wechselspannungsquelle einfügt und die entsprechend parametrisiert, wie auch in dem Beispiel entsprechend schon vorgegeben. Und man macht dann eine Transientenanalyse über die Frequenz und bekommt dann anschließend ein Bode-Diagramm, an dem man die Open-Loop-Verstärkung dieses Operationsverstärkers entsprechend erkennen kann. Die Frequency Response Analysis benötigt eine Transientenanalyse, die man nicht direkt standardmäßig einstellen kann. Aus dem Grund muss man hier im Prinzip dieses Kommentarfeld nutzen, um entsprechend die Parameter dort einzustellen. Wie so etwas aussieht, das sehen wir gleich mal in der Simulation. Man macht zunächst einmal eine Bias-Simulation. Was heißt, man simuliert die Schaltung. Und anschließend geht man ins Probe-Fenster und bestätigt zunächst einmal die berechneten Werte und hat dann hier ein Tool zur Verfügung unter Tools FRA für Frequency Response Analysis und dort wählt man zunächst einmal das Datenfile an, was eben generiert worden ist. Das mache ich hier einmal. Gibt dem Output einen Namen, kann dann entsprechend die Punkte definieren, die dargestellt werden soll und bestätigt OK. Dann werden entsprechend die Werte berechnet und anschließend kann man Trace, AddTrace entsprechend die Daten anzeigen lassen. Zunächst einmal die Verstärkung über die Frequenz. Hier habe ich einmal die Verstärkung, das heißt, ich habe hier eine Leerlaufverstärkung von 50k. Und dann kann ich mir den Phasengang nochmal anzeigen lassen. Dazu öffne ich nochmal ein neues Plot, Trace at Trace, und dann hier kann ich mir die Phase anzeigen lassen. P, also die Phase, entsprechende Verstärkung, und dann sehe ich hier oben den Phasenwinkel, beginnt bei 180 Grad und geht dann zurück auf 90 Grad, und unten schon wie eben wie gehabt die Verstärkung.